Euer Flatti, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Nach 7,5 Wochen komme ich endlich mal wieder dazu, ein Video zu produzieren. Und in diesem Video möchte ich abgelaufenen Ananassaft probieren. Vielleicht trinke ich den auch komplett aus, aber ich glaube eher nicht. Der Ananassaft ist am 25. März 2022 abgelaufen. Ich zeige euch das einmal kurz, vielleicht könnt ihr das sehen. Wenn nicht, ich blende euch mal jetzt ein Bild ein. So, ich bin gespannt, wie abgelaufener Ananassaft schmeckt. Oder wie Ananassaft überhaupt schmeckt. Ich habe noch nie Ananassaft getrunken. So, ich öffne jetzt die Flasche. So, die Flasche ist offen. Oder besser gesagt, das Tetrapack. Oh, riecht schon streng. Oh. Mal gucken, wie das schmeckt. Also, ihr habt bestimmt gesehen, dass die ein bisschen aufgebläht ist hier unten. Hier oben fühlt es sich ziemlich leer an. Und je weiter ich nach unten so fasse, desto aufgeblähter ist das. Und das jetzt immer noch, wo ich das offen gemacht habe. So. Ich probiere jetzt. Uah. Eklig. Also einen Schluck habe ich jetzt genommen und das schmeckt ziemlich bitter und ziemlich abgelaufen. Ich glaube, wenn ich das komplett austrinken würde, ich glaube, das kommt nicht gut. Aber ein paar Schlucke kann ich davon immer mal probieren. Ich probiere jetzt den zweiten Schluck. Der zweite Schluck ging, ehrlich gesagt. Also da konnte ich ein bisschen mehr trinken. Also Ananas schmecke ich definitiv heraus. Und es geht eigentlich. Nur der erste Schluck, der war irgendwie richtig bitter gewesen. Mal gucken, wie der dritte Schluck schmeckt. Der dritte Schluck schmeckt jetzt irgendwie ziemlich süßlich. Also nach Ananas, bisschen nach Süße, aber das Bittere schmecke ich gar nicht mehr heraus. Aber Ananassaft würde ich freiwillig auch nicht trinken. So, ich probiere jetzt mal noch einen weiteren Schluck. Mal schauen, ob die Bitterkeit wieder zurückkommt. Also der vierte Schluck, der hat schon ziemlich säuerlich geschmeckt und ziemlich abgelaufen. Ich glaube, ich sollte davon lieber die Finger von lassen. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt einen wirklich widerlichen Ananasgeschmack in meinem Mund drin. Und darauf trinke ich noch einen weiteren Schluck. Das hätte ich lieber lassen sollen. Das war jetzt die pure Chemie. So. Jetzt muss ich den Geschmack irgendwie anders loswerden. Ich habe zum Glück vorgesorgt und habe eine Glasflasche Oettinger bei mir. So. Und die Flasche Oettinger werde ich jetzt öffnen. Ich habe noch nie Oettinger getrunken. Ich hoffe, es ist nicht schlimmer als der Ananassaft.
Yay, ich habe auch noch meine Hand voll bekleckert. Uah. Ich bin überhaupt kein Biertrinker und ich bin gespannt, wie Oettinger mir schmecken wird. Auf jeden Fall deutlich besser als der Ananassaft. So, ich glaube, das werde ich erstmal gemütlich austrinken. Oh ja, das schmeckt deutlich besser als der knapp 7 Monate abgelaufene Ananassaft. Oh ja. Also bisher schmecke ich das Oettinger noch gar nicht raus. So eklig ist der Geschmack von Ananassaft in meinem Mund. Ja, ganz langsam kommt jetzt der Geschmack von Oettinger durch. Und ich muss sagen, es geht noch. Es kann sein, dass es gleich richtig widerlich für mich sein wird, den Geschmack von Oettinger im Mund zu haben, aber bisher schmecke ich ehrlich gesagt noch den Ananassaft. Oh, langsam kommt der Oettinger-Geschmack durch. Also gut, Grütze kann ich schon mal von Oettinger. So, das Oettinger habe ich sogar schon fast leer getrunken. Seht ihr? Hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht, dass ich das austrinke. Also, ich merke zwar ein bisschen Oettinger Geschmack, aber es geht noch. Wie gesagt, der Ananassaft ist zu extrem. Aufstoßen kommt erst recht der Oettinger Geschmack hoch. Den merke ich irgendwie. Aber beim Trinken überhaupt nicht. Ist ja witzig. So, ein kleiner Schluck Oettinger habe ich noch hier drinne. Tatsache, ich habe Oettinger ausgetrunken. Ist das geil? Den Ananassaft werde ich gleich definitiv auskippen. So. Das war's jetzt auch wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video unterhalten und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.